Ja, danke, Herr Präsident. Wir sind zutiefst betroffen, ob der drei Opfer, und möchten den betroffenen Familien unser größtes Mitgefühl aussprechen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die heutige Debatte hat wieder einmal gezeigt, dass wir im Grunde genommen nicht die erforderliche Reife haben im Hohen Haus, über solche Vorfälle, wie wir sie in den letzten Jahren erlebt haben, die richtigen und notwendigen Schlüsse zu ziehen. Denn Korruption ist etwas, was ich jeden hier herinnen unterstelle, dass jeder es verurteilt und dass niemand hier herinnen mit Korruption zu tun hat. Aber es muss in unserem eigenen Interesse sein, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, der Korruption und den Vorfällen in der Vergangenheit mit letzter Konsequenz und vollster Härte zu begegnen. Und daher halte ich es auch für äußerst ungeeignet, daraus einen Parteien-Hickhack zu veranstalten, weil es ja unser ureigenstes Interesse eigentlich sein sollte, hier unseren Berufsstand zu retten, unsere Ehre auch zu retten und dafür zu sorgen und Sorge zu tragen, dass solche Vorfälle, wie wir sie heute ausgetauscht und diskutiert haben, nie mehr wieder passieren dürfen. Und auch die Wortwahl, die hier beschämend gebraucht wird, hielt ich für äußerst bedenklich. Auch was der Herr Vizekanzler gesagt hat. Herr Kollege Kopf, da muss ich den Herrn Schaap recht geben. Zwei Parteien mit einer tödlichen Krankheit zu vergleichen, das hat in der Demokratie nichts verloren. Das ist auch nicht der Demokratie würdig und daher auch zurückzuweisen. Ich schicke voraus, dass wir vom PZÖ alle erforderlichen und notwendigen Schritte unternommen haben, um zur Aufklärung beizutragen. Wie ich Parteiobmann geworden bin, habe ich sämtliche Unterlagen, die uns zugänglich sind, der Justiz übergeben und die Justiz gebeten, das aufzuklären. Wir waren von Anfang an kooperativ. Wir haben von Anfang an dafür gesorgt, dass auch nicht das PZÖ verschont bleibt von irgendwelchen Vorhaltungen, sondern lückenlos aufgeklärt wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das würde ich mir bei allen im Parlament vertretenen Parteien genauso wünschen, und das fordern wir auch damit ein. Nichts zuzudecken, nichts zu verschweigen und nichts zu vertuschen. Und das setzt auch voraus, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, dass wir alle Ja sagen zu einem Untersuchungsausschuss und dass nie mehr wieder es passieren kann, dass eine Mehrheit von Rot und Schwarz im Hohen Haus dann, wenn es ihnen nicht genehm erscheint, einen Untersuchungsausschuss einfach abdrehen darf. Ein Untersuchungsausschuss muss in der nächsten Legislaturperiode in diesem Haus ein Recht der Opposition sein, ein Minderheitenrecht sein und nicht ein Recht der Regierungsparteien, etwas zuzudecken oder abzudrehen. Ich sage als Information, weil ich direkt angesprochen worden bin vom Herrn Pilz. Herr Pilz, ich habe sofort, noch vor der Urteilsverkündung im Telekom-Prozess, wo das PZÖ in keinem Moment als Beschuldigter geführt wurde, 960.000 Euro auf ein Treuhandkonto überweisen lassen. Das im Besitz eines Notars ist, das uns nicht mehr zugänglich ist, dieses Geld. Vor der Urteilsverkündung habe ich das bereits veranlasst. Das ist redlich, das ist ehrlich und das ist anständig, nur für Sie als Information. Und jetzt warten wir die schriftliche Fassung der Urteilsverkündung einmal ab. Die kennen wir noch nicht. Was ich weiß, habe ich aus den Medien bekommen, aber jetzt wird erst analysiert, was im Urteil tatsächlich drinnen steht, und dann werden die weiteren Schritte von uns unternommen. Aber während alle anderen Parteien von der Justiz verschont worden sind, haben wir die volle Härte der Justiz zu spüren bekommen. Die volle Härte. Da wurde nicht verschont, da wurde auch nicht auf irgendjemanden Rücksicht genommen, Frau Bundesminister, so wie Sie das gesagt haben, sondern da hat man das PZÖ herangezogen wie einen Belzebuben, um auf das PZÖ hineinzuschlagen.
Da war der Justiz alles recht. Ich sage nicht Politjustiz, in keinster Weise. Ich will nur haben, Frau Bundesministerin, dass vor der Justiz alle Parteien die gleichen Rechten und Pflichten haben, aber nicht eine Partei für alle büßen muss. So kann das nicht sein. Und dann nehme ich nur als Vergleich das Verfahren rund um den Herrn Bürgermeister von Linz, der von der Justiz verschont wurde, wo der Sprecher des Handelsgerichts Linz verkündet hat, öffentlich verkündet hat, Frau Bundesministerin, und ich zitiere wörtlich: Da die gesamte Causa, das ist die Causa rund um die Spekulationsverluste in der Landeshauptstadt Linz und dem Bürgermeister Drobisch befassend, da die gesamte Causa auch von politischer Brisanz ist, werde Richter Pablik die Fortsetzung der Befragung von Dobusch und auch der anderen Linzer Politiker erst nach den Nationalratswahlen am 29. September ansetzen. Vor den Wahlen würde man nicht mehr mit der Einvernahme aller Politiker fertig werden. So, Frau Bundesminister, und das, sagen Sie, ist keine Sonderbehandlung von politischen Parteien? Sind Sie sich da sicher? Da hätte ich mir von Ihnen einen Einwand erwartet, dass alle politischen Parteien gleichermaßen vor der Justiz sich zu rechtfertigen haben und nicht eine politische Partei allein. Daher, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist es zwingend notwendig und erforderlich, dass wir gleich am Beginn der nächsten Legislaturperiode einen Untersuchungsausschuss einrichten, der sich auch befasst mit den Malversationen, politischen Verwicklungen rund um die Hypo Alpe Adria, rund um die Verstaatlichung der Kommunalkredit, rund um die österreichische Nationalbank, wo es eine Reihe von Vorfällen gegeben hat in letzter Zeit, die nach Aufklärung rufen. Ich möchte daher allen politischen Parteien, allen Mandataren im Hohen Haus, allen ans Herz legen, in der nächsten Legislaturperiode diesen Untersuchungsausschuss einzuberufen. Heute hier eine Ehrenerklärung abzugeben, dass wir das gleich als ersten Schritt am Beginn der nächsten Legislaturperiode machen werden. Das wäre im Sinne und im Interesse der österreichischen Bevölkerung kein politisches Hickhack und keine Zerwürfnisse im Hohen Haus zu verursachen und zu betreiben, sondern rücksichtslose Aufklärung zu machen. Das wäre die Aufgabe des Kontrollorgans des österreichischen Nationalrates. Das fordern wir ein und dem haben wir auch nachzukommen. Danke. In den Korruptionsverfahren sind bis jetzt alle anderen Parteien verschont.